Ich zeichne mich und wenn Thaddäus denkt, ich wäre an der Tür, bin ich's in echt gar nicht. Oh, sieh ihn dir an. Ist er nicht niedlich? Er braucht nur noch eine Krawatte. Dann können wir ja loslegen. Bak, 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 bak. Er geht jetzt zur Tür. Jetzt klopft er an die Tür. Jetzt macht Thaddäus tatsächlich die Tür auf und... Ach, au, 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 au. Und jetzt verprügelt der Thaddäus. Strichmännchen, hör auf! Ein Junge, Mann, Mann, Jim, Jam, 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 Jam. Er hat den Schreibstock mitgenommen. Was hab ich getan? Herr Jungfrau Mann und Blaumaschbube in Fleisch und Blut. Hey, wer sind denn die? Reparieren die endlich den Fernseher? Was wollt ihr denn? Sind Sie Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube? Tja, das waren wir mal, aber inzwischen sind wir im Ruhestand. Aber das geht doch nicht, es ist Böses im Busch. Was? Böses? Böses! Blaubarschbube! Komm schnell, ich hab das Böse! Ich hab doch nur gesagt, es ist Böses im Busch. Das Böse! Böse! Nun musst du das bitte nicht wiederholen. Böse, 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 böse! Todesstrahlen! Muschelgalopp! Zack, zack! Ja, Sandy ist da! Juhu! Sieh doch, Patrick, es ist da, es ist da! Das tollste Valentinsgeschenk aller Zeiten ist direkt hinter dir! Ach, wer's glaubt? Aber ich sag's dir, da ist es! Dreh dich um! Oh, oh. Ach schon, jetzt dreh dich um! Ihr haltet mich wohl für ganz schön bescheuert, ha? Ja! Dreh dich um! Nö! Dreh dich um! Dreh dich um! Nichts da! Ich sag euch das jetzt zum ersten und zum allerletzten Mal. Also passt gut auf! Ich werd mich nicht, ich wiederhole nicht, umdrehen und zwar aus welchem Grund auch immer. Klar? Hallo, Patrick! Hi, Sandy! Fröhlichen Valentinstag, Patrick! Ja! Ja! Mein Valentinsgeschenk! Hey, ist das massive Schokolade? Patrick, nein! Ach, SpongeBob, das wäre doch nicht nötig gewesen. Sprung versucht SpongeBob den Bananeneis-Flipflop mit zwei Stielen. Und jetzt völlige Ruhe, bitte. Ich will eins am Stiel. Perfekt eingetaucht. Und geröstete Mandeln, das überrascht uns. Er hat ihn gestanden. Und sehen Sie sich diese gleichmäßige Glasur an. Mach's besser, Rosalie. Mandeln? Verdammt, gar nicht schlecht, aber ein bisschen zu hochgestochen für die Leute hier. Er glaubt wohl, er ist was Besseres. Besser als du. Jetzt geh da hoch und zeig ihm, wie der einfache Mann seine Milchspeise-Eisprodukte zubereitet. Patrick greift auf einen Traditionssprung zurück. Die einkugelige Erdbeerwaffel mit Schokodip.
Sehen Sie sich diese Konzentration an. Oh, das Eintauchen war etwas ungenau, aber diese Form perfekt. Was sagst du jetzt, Mandelschnösel? Wart's ab, Schokoproll, wir sind noch lange nicht fertig. Das glaubst du, aber wir sind noch lange nicht fertig. Also gut, Leute, hat jemand von euch schon mal ein Musikinstrument gespielt? Zehn Folterinstrumente auch? Nein. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Wunderbar, niemand hat Ahnung von Musik. Aber das macht nichts, schließlich habe ich genug Talent für euch alle. Tja. Wann gibt's denn was zu essen? Aufgehorcht, versucht mir nachzuspielen. Die Blechbläser bitte. Gut, und die Holzbläser. Und die Pauker. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Mrs. Puff. Ich sage das deswegen, weil wir heute einen neuen Schüler begrüßen dürfen. Junger Mann, steh doch bitte auf und stell dich deinen Mitschülern vor. Mit wem redet denn das dicke Mädel? Na, mit dir. Sie ist die Lehrerin. Oh. Komm schon, verrate der Klasse deinen Namen. Du musst nicht nervös sein. Wir wollen nur wissen, wie du heißt. Vierundzwanzig. Na toll, schon wieder so ein Genie. Ja, wieso lachen die denn alle? Bleib wohl irgendwie in der Luft. Oh. Heute beschäftigen wir uns mit dem Abbiegen. 24. Hey, weißt du was? Was? Ich weiß was noch Witzigeres als 24. Ach ja, was denn? 25. Oh!